Hallihallöchen, meine lieben Leute, es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft und ich glaube, genau, ich wollte ein paar Sachen ins Haar stellen und wir haben natürlich auch wieder, ja, so ein paar ganz, ganz kleine Kleinigkeiten hier, aber nicht so viel. Okay, war mir gerade nicht ganz sicher, ob das ein paar Sachen von den Garrison-Missions ist, aber... Dem war wohl nicht so. Na gut, stellen wir mal ein paar Sachen rein, denn das sollte ich eigentlich das letzte Mal schon machen. Habe ich aber dann damals verschoben, weil es alles irgendwie so lange gedauert hat und das war dann irgendwie auch nicht so cool. So, Battle.net gebunden. So, den Pandemonit bringt 3000 Gold. Wenn es das denn tatsächlich gibt, wäre das natürlich wirklich schön. Darauf verlassen würde ich mich an dieser Stelle nicht. Im Moment geht immer ziemlich viel von dem Zeug, was ich ins Haar stelle, wieder zurück. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, tatsächlich auch mit TSM zu arbeiten und so ein bisschen auch mit Snipen und mit Kauf und Verkauf und mit dem, ja, generell mit dem, mich mit dem Aha ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und damit vielleicht ein bisschen Gold zu machen. Das ist ja, TSM ist ja eigentlich vergleichsweise simpel, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt hat, findet man da ganz schnell zurecht. Aber ich bin einfach nicht der Typ dafür, die ganze Zeit am Haar zu stehen und zu warten, bis irgendwelche Sachen sich verkaufen lassen und die ganze Zeit auf der Suche zu sein nach irgendwelchen neuen Items. Das ist nicht meine Art, liebe Leute. Das ist macht mir nicht wirklich viel Spaß und deswegen, ja, es ist bei mir eher so nicht die Methode, mit der ich mein Gold verdienen möchte. Also ich bin dann noch jemand, der lieber World Quests macht und mich dann darum kümmere und dann zum Beispiel auch mit Begleitern halt, wenn ich 10 World Quests mache, bekomme ich 1000 Gold, ja, plus das, was ich noch durch die World Quests bekomme. Also alleine durch die Tatsache, dass ich diese 10 Dinger mache, bekomme ich durch meinen Anhängerbonus dann diese 1000 Gold und 1000 Ordensressourcen. Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sagen würde, das lohnt sich für mich mehr. Das ist kurzweiliger, da habe ich mehr Spaß dran. Ich muss jetzt übrigens gerade nochmal für mich selber mich daran erinnern, dass ich auf jeden Fall gleich noch auf die Insel der Legionswächter muss, also auf an die verkehrte Küste, weil wir wieder eine von den Missionen abgeschlossen haben, wo man 7000 von diesen komischen Splittern bekommt. Wartet mal, hier. 7600, das heißt, wir haben eventuell wieder eine neue Chance, an Legendary Follower Equipment zu kommen. Dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist. Da müssen wir auch noch gleich das Blut von Sargeras eintauschen. Davon haben wir halt auch noch einiges. Ich hätte irgendwie auch mal wieder Bock, irgendwie Feuerpartikel zu farmen. Da muss ich mir auch noch mal gucken, ob ich das nicht mal irgendwann angehe. Wo habe ich denn das ganze Zeug hierher? Das muss ja von irgendeiner Farmstation sein, ne? Urfeuer hier. Ist halt das Stück, ich weiß gerade gar nicht, 422 Gold wert, also... Das ist nicht ganz verkehrt. Der magere Haxe, da ist der Wert total im Keller. Ich stelle das jetzt einfach mal rein, einfach nur aus der Tatsache, weil hier nur 4 Aktionen drin sind. Das sind 42 Gold, aber ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass ich das nicht loswerden werde. Teufelsschiefer, Stack 3K. Das ist 214, 2000, das ist voll wenig, 3000 Gold pro Stack, Teufelsschiefer, richtig schlecht. Ich hoffe, dass sich da keiner meldet, um sich das zu holen. Besudelte Verstärkungszone, okay, bin ich losgeworden. Ganzen Preise sind so im Arsch. Also wirklich total im Keller. Teufelsschiefer hat nur 2 Seiten AHs drin. Nur 2 Seiten im Auktionshaus drin. Das ist vergleichsweise selten. Was ist das denn? Balk? Achso, das ist der Netherschwingenbalk. Den muss ich noch behalten, falls ich irgendwann nochmal wieder auf die Insel gehen sollte, um dort zu questen. 8, 9... 127 Gold. 184 Gold. Das ist der. Ja, gut, der Wert gleicht sich eigentlich gerade nicht an. Ist gerade nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich wollte gerade irgendwie sagen,
dass sich die Werte von Leystein und Teufelsschiefer angleichen, aber dem ist noch nicht so. Ja, aufgrund der Tatsache, dass von diesem ganzen Zeug so viel drin ist, dauert das Scannen des AHs halt immer vergleichsweise lange, damit wir halt den billigsten Preis dann reinstellen. Davon lebt halt dieses Addon. Es ist halt auch einfach eigentlich auch nicht so clever. Wenn da irgendwer seine Sachen zu Dumpingpreisen reinstellt, dann verarscht mich dieses Addon und stellt es dann halt unter diese Dumpingpreise ein und dann mache ich Minus. Also nicht Minus, aber dann verdiene ich sehr viel weniger, als ich theoretisch hätte verdienen können. Und davon leben dann halt diese TSM-Sniper, die sich diese Sachen dann rausfischen. Und wenn eigentlich Sachen hier so sofort weggehen wie hier gerade, dann heißt das eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie zu billig reingestellt habe. Oder es war Glück, keine Ahnung, ist beides möglich. Es ist beides theoretisch möglich. Die Axt werde ich auch gleich nochmal reinstellen, aber ist das wenig. Du kannst es ja echt fast besser behalten. Ja, stell ich mal die Fetzen rein. Ich müsste das jetzt nochmal verarbeiten, habe ich nicht so viel Bock drauf. Schaldereiseide. Ach, 24 Seiten. Ah. Das ist aber mies. Das ist ziemlich viel an Traffic. Droppt die Illusion Hunger auch in Tara sein im 70er-Modus oder nur im 110er-Modus? Natürlich droppt die auch im 70er-Modus. Verschwendet nicht meine Zeit. Mungo droppt auch im 70er. Ich wusste nicht, dass sie im 110er-Modus droppt. Nur im 70er, eben wollte ich doch gerade sagen. Nur im 70er. Den Rezept kann ich gerade sowieso nichts an. Bei Pilgerfreudenfest nicht mehr ist. Netherstoff, ja, das wird nichts wert sein. Ja, versuchen wir nochmal die Tränke hier zu verkaufen, auch wenn ich leicht glaube, dass ich die loswerde. Das Guggeldrink. Lawinenelixier. Das Sylvanelixier. Destillat aus roher Magie. Unbeugsamer Trank. Stellen wir es mal für 100 Gold rein, okay, vielleicht will es ja irgendwer haben und den Schmarrn kann ich verkaufen. So, jetzt hat das ganze Aha-Gedöns hier schon alleine 8 Minuten gedauert. Wir haben geöffnet. Ah, das hätte ich jetzt noch verkaufen können. Okay, hab ich vergessen. Das kann weg, kann weg, kann weg. Das behalte ich. Drei Sachen stelle ich jetzt irgendwann mal kurz rein. Verkaufen. So. Eternium. Adamantit. Adamantit ist nicht so viel wert, ne? Doch, ist es sogar doch. Hätte ich nicht gedacht. Und den Goldgranit werden wir nicht in 1000 Jahren los. Wäre echt dumm. Das ist mal reingestellt. Ich wüsste jetzt nicht, wofür man Goldgranit braucht. Ich bin jetzt allerdings noch nicht geguckt, wie viel die, wie viel davon immer so weggehen im Schnitt. Hätte ich bei TSM gerade gut gucken können. Das habe ich aber nicht getan. So, weg damit. Sortieren. Okay. Das Licht segne euch. So. Auf geht's. Nach Dalaran. Wieso kauft denn einer Netherstoff? Ach, einfach nicht hinterfragen.
Wird schon jemand seinen Grund für haben? Wo ist der Händler für diese Splitter? Hier. So. Jetzt muss ich gucken, was hier am meisten... Ja, ich könnte mir theoretisch auch wieder diese Ordensressourcen kaufen, um mal wieder auf einen annehmbaren Standard zu kommen, aber das tue ich nicht. So, 15 Gold. Sechzehn Gold. 17 Gold. Jan Skagge scheint am... meisten wert zu sein. Jo. Gut, oh, dann holen wir uns das mal. Fjanskagel, haben wir es. Fjanskagel. So, wir brauchen... Wir haben... 1360. Schön. Tod der Legion. Es wird nur stummelt. Hier stehe ich jetzt alle in Sahara. Das sind nämlich nochmal locker 10.000 Gold, wenn ich die alle loswerde. Wenn. Das muss ich auch erstmal zeigen. Sieben Seiten. Man muss natürlich auch überlegen, für wie viel das im Moment so, wie viel davon im Moment so weggeht. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, 5078. Das ist ein. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks. Einiges hier drin. Wenn wir das alles hier noch verkaufen. Wir haben ja einen Auktionswert von 40.000 Gold, ne? Also das ist schon. Das ist schon ordentlich. Das ist schon durchaus ordentlich. Einmal nochmal hier kurz. Anhänger. Ja. Ich kann halt keine Mission machen. Aus dem ganz einfachen Grund. Dass ich keine Ordensressourcen habe. Also, werde ich mich jetzt darum kümmern. World Quests zu machen und Ordensressourcen zu kommen. Aber erst gehe ich auf die Legionsrichterinsel. Wie darf ich helfen? Seid vorsichtig. Und oh, wie schön. Zufälligerweise ist auch gerade Legionsrichter Core Quest. Das heißt, wir können dann dort gleich auch die ganzen World Quests hier machen. Was ich auch machen werde. Und für die, das Ding hier werde ich für die Haustier-Quest nehmen. Benutze ich meistens für die Haustier-Quests, weil die halt irgendwie doch am... Ja, am nervigsten. Was ist das denn hier? Achso, verfluchte Splitter, okay. Kann ich theoretisch wieder einen Teil auf 1000 aufwerten, ne? Ich habe noch nicht ein einziges auf 1000 aufgewertet, wow. Wow. Okay, das, mein Handy ist nicht auf lautlos gestellt. Scusi.
So. Wo haben wir ihn hier? Haben wir ihn. Hallo? Ich möchte etwas von euch kaufen. Achso. Hm. 10, 20, 30. Okay, das hat er irgendwie nicht so gemacht, wie ich wollte. Dann kauf gleich nochmal 15. 15. Okay. Na gut, liebe Leute, dann mache ich an dieser Stelle auch kurz einen Cut. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und dann geht's weiter mit Let's Play World of Warcraft. Macht's gut, bis dahin. Ciao.